Ehren Damen und Herren, herzlich willkommen zur Matze Knob Show. Begrüßen Sie den Gastgeber des heutigen Abends. Hier ist er für Sie. Riesenapplaus für Matze Testosteron. Und die Leute fragen mich immer, Matze, Operation Testosteron, warum eigentlich dieser Titel? Und ich sage dann immer so gerne, hier, guckt euch das an. Man könnte auch sagen, Körperwelten, die Tour. Ne? Ja, aber ich bin ja nicht alleine, wir haben ja auch jede Menge Testosteron im Publikum sitzen. Hier vorne zum Beispiel in der ersten Reihe, der Herr mit dem leicht zurückgewichenen Pony, ne? Das ist ja... Ja, das muss man ja positiv sehen. Er ist ja randvoll mit dem Zeug. Ne? Das ist ja, dir steht ja Testosteron bis zum Hals. Ne? Das ist ja, wie heißt du, wie ist dein Name? Axel, natürlich. Viele von euch kennen Axel wahrscheinlich aus der Heftmitte. Ne? Da warst du damals nackt zu sehen, Axel, in der Zeitschrift Jagd und Hund. Ne? Und ich denke, man kann sagen, Axel, gegen uns beide sind die Klitschkos, ja. Susi und Strolch, ne? Das ist ja. Nein, aber ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wo ich herkomme. Ich komme ja aus Lippstadt, das ist gar nicht so weit von hier, ungefähr mit dem Auto eine Stunde. Und Lippstadt ist, da bin ich groß geworden auch. Und ich muss sagen, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Jugend war ein bisschen schwieriger. Ich hatte ganz viele Pickel im Gesicht. Ich hatte als Jugendlicher ganz viele Pickel. Das Gesicht war so voller Pickel, wenn ein Blinder gekommen wäre, der hätte gedacht, geil, ein Buch. Ich war natürlich irgendwann irritiert. Ich bin zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, kann es sein, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Bin ich vielleicht adoptiert? Und meine Mutter hat gesagt, ja, Matze, aber die Familie hat dich wieder zurückgegeben. Jetzt stehe ich hier heute Abend vor euch und Axel sitzt in der ersten Reihe. Aber Axel, ganz ehrlich, wir Männer, wir wollen ja auch Testosteron sehen. Ich meine, die Frauen sowieso, klar, ne? Aber wir Männer auch. Wir Männer auch. Wenn ich schon höre, hier, Tokyo Hotel, ne? Oder kennt ihr noch DSDS, Daniel Schumacher? Kennt ihr den? Dieser singende Bausparvertrag? Oder die Ochsenknecht-Brüder, wie heißt er nochmal hier? Blue Curaçao und Coco González. Ey, meine Leute, dann noch lieber Dieter Bohlen, oder? Ja, ich bin Riesenfan von Dieter Bohlen. Ihr wisst doch, ne? Hallo, ich bin der Dieter. Ich bin ein hammermega geiler Typ. Irgendwie, ich weiß nicht, wer von euch guckt eigentlich regelmäßig DSDS? Wer hat das gesehen, die letzte Folge? Irgendwie letzte Staffel irgendwie mit Pietro Lombardi, diese Gripsabhöhe, wer von euch hat das gesehen? Einmal Pietro Lombardi, ich bin ja neulich mit dem zusammen im Flieger gesessen. Und dann hat er mich gefragt, sag mal, was heißt das auf meiner Bordkarte 17a? Da habe ich gesagt, das geht hier nach IQ, bin ich da, oder? Wobei, dann hätte er eigentlich in der ersten Reihe sitzen müssen, oder? Aber dem ist ja auch scheißegal. Ich meine, Axel, du bist ja auch so ein hammermega-geiler Typ irgendwie. Was machst du beruflich irgendwie? Ich sage, sprich mal mit irgendeinem Lieder, das ist so irgendwie, was machst du beruflich da? Hallo, Axel! Du willst mir den Recall, also mach das Maul auf, Alter! Jetzt sag mal, was machst du beruflich, Axel? Sag das mal irgendwie Lieder. Was bist du, ein Profi-Rentner? Das ist ja geil, du. Willst du bei mir in der Jury anfangen, dann bist du genau richtig, du, ehrlich. Was der Volker Neumeier da gemacht hat, das kommt zum Auto. Ihr kleiner Applaus für Müll, für Axel, du, der geile Typ hier, du. Pascha, Rente oder? Nein, du ziehst es durch bis 90 und sagst dann. Smelle, was machst du? Bist du. Vertrieb, im Zweifel. Lässt du mir die Finger? Hallo? Pack dir an mein Mikro, du. Das ist. Ne? Also, nein, was. Auf Vertrieb. Lügen sollst du nicht, das weißt du, ne? Das ist, bist du der Sohn, oder was? Bis gerade noch, jetzt nicht mehr. Ne? Ist, nein, aber wie lange seid ihr beiden schon verheiratet hier? Andere Frage, kennt ihr euch? September 37 Jahre, sehr schön. Bei mir sind es, du hast gemerkt, sie hat ein bisschen wahrscheinlich wegen der ganzen Kegelfahrt zwischendurch, kommt sie nur auf 35. Ne? Aber ist ja scheißegal. Da war es dann nicht Fairtrieb, da war es dann Nulltrieb. Nee, aber sag mal ganz kurz, und wohnt ihr in Bochum oder wo wohnt ihr in Winden oder wo ist euer Zuhause? Klinghausen. Klinghausen natürlich, wo Ralf Möller herkommt. Ne?
So, und hast du auch Holländisch sprechen gelernt? Also kannst du auch, hast du Holländisch, kannst du... Nein, du hast nur die Joints geraucht, hast gedacht, das reicht als Integration, mehr müssen wir nicht machen. Hast du dann auch immer da, also warst du auch in Holland oder hast du in Recklinghausen? Ich bin in Recklinghausen. Ja, natürlich, bin ich auch in Holland gewesen. Oh, wo warst du so in Holland? In Venlo. Venlo! So weit doch. Ah, okay, das ist einmal über die Grenze. Ah, guck, nun wieder zurück. Nein, Quatsch. Quatsch, egal. Ja, aber bist du, also dann fandst du noch auch so Louis van Gaal in der Bundesliga, hat dir gut gefallen, ne, oder? Ja, als Spaßfreund schon. Ja, ich denke. Das! Warum ich das? Ja. Axel und Frau Axel, ne? Und hier, Axel. Aber, so, ich gehe mal weiter. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall einen schönen Abend. So, wer seid ihr zwei Vögel? Was, wer? Wie heißt ihr? Daniel und? Freddy. Ihr gehört wozu? Ihr seid alleine hier. Das ist natürlich, wenn zwei Männer nebeneinander sitzen, ist das immer so ein bisschen. So ein kleines bisschen verrichtet. Nicht? Aber das ist, ich nenne euch, wie nenne ich euch? Guido Westermüller und Wobereit. So, das ist. Nein, Quatsch. Also, was macht ihr? Ihr kommt auch? Auf. Hab ich ein Bier umgekippt. Ach du lieber Gott. Hier muss mal ein neues Bier auf meinen Deckel. Kannst du einmal hier, Moritz Fiegel, einfach hier mal einmal kurz den Deckel. So, macht ihr? Ist egal. Komm, ich geh mal weiter. So, Dagmar, hallo, Tag. Du bist ja der Sohn von Dieter. Natürlich, Dieter. Und das ist, wer bist du? Katja. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Wann sagt ihr, wieso, wie, warum auch überhaupt? Und verheiratet oder? Nein. Aber. Du willst den Antrag jetzt hier? Steh auf, kleiner Applaus, das finde ich toll. Sie hat sich extra. Ja, also. Ich bin die Pflaume und du machst hier den Antrag, dass du einfach. Sag nochmal, Dieter und. Katja. Aber könntest du dir vorstellen, wenn sie jetzt. Er guckt schon, Oma, nichts falsch. Wenn sie jetzt aufspringen würde, also wäre da ein Ja im Bereich. Ich gehe mal weiter. So, während ein Jahr. Sie sind auch sehr elegant. Sie sind ja Frau Monika. Monika? Aber ganz sicher sind Sie nicht. Ja, nein, Sie haben so ein bisschen. Nein, Sie sind mit Ihrem. Das gibt's ja gar nicht. Nein! Wir kennen uns doch! Natürlich! Dann nochmal den Namen gerade. Klaus! Mensch, sag mal, und war das jetzt damals eigentlich, Klaus, war das jetzt eine Verwechslung damals bei Aktenzeichen XY? Hat sich das eigentlich aufgemeldet? Ich weiß gar nicht mehr. Also hat sich das... Toll, dass du mal rausgekommen bist. Mensch, Freigang, 2 Stunden, ich gebe Gas und dann geht's auch wieder ab zurück in die Bewährungshelferin. Ich bin super. Kleiner Applaus für Klaus, toll. Sehr schön. Ja, Klaus, haben wir irgendjemand, der... unbedingt drankommen möchte, das ist ja gerne auch mal, aber wäre ein Ja im Bereich, also dass ich da rein theoretisch, ich werde gleich nochmal auf dich zukommen. Ja, Stimmung ist auf jeden Fall gut hier heute Abend hier, bei euch beiden auch, hallo, sehr schön. Wunderbar, ist das Bier schon angekommen? Ist es angekommen? Ja, super, wunderbar. Ja, Stimmung ist gut und das ist auch berechtigt, weil es werden ja wieder Kinder geboren in Deutschland. Es werden wieder Kinder geboren. Ne? Vor 5-6 Jahren wurde ja gar nichts geboren in Deutschland. Und wenn dann nur so Kübelböcks. Kennt ihr doch noch, oder? Daniel Kübelböck. Yes, aha, ja, Superman forever, I'll be forever, never. Hallo, ihr zwei Süße. Wisst ihr noch, wo der Kübelböck einem Gurkenlaster hinten reingefahren ist mit seinem Auto? Und anschließend soll er gesagt haben, mir wäre es lieber, diese Gurkenlaster wäre mir hinten reingefahren. Das ist aber, wieso, das lassen wir dann nicht. Das ist doch von dem Gag von eben wahrscheinlich ein kleines Unabhängig. Nicht? Das lassen wir. Also so, einmal so, auch damit er auf die Außen, ja, sehr schön. Und dann machen wir alle so. Dann geht es weiter mit so. Achtung, jetzt so. Original tut das. Und dann geht es weiter mit so und so. Hier ist für euch der Klubtanz. Hallo, mein Name ist Nico. Und jetzt mal wieder zu dem Klubtanz. Gib mir eure Hand. Gib mir eure Hand. Und dann geht es weiter.
alles weitergeht, wenn sich das Meer bewegt. Jetzt kommt die Welle. Zweimal angerufen und dann hat das Management mir die Nummer gegeben und gesagt, ruf da mal zurück, ich weiß nicht, was der will. Und dann habe ich zurückgerufen und dann war Howie dran und sie hatte, also ich vom Original, der spricht ja wirklich so, ich hatte ja Matze Knobel. Hallo. Matze, ich grüße dich. Ich habe dann gehört, dass du dieses Lied, du hast dieses Lied von mir gemacht, Hello Again auf Pokal Again. Und ich muss sagen, ich habe 2-3 negative Kritiken in dem Internet gelesen. Und ich habe. Dann meinte er, das fand ich so cool, er sagte: Ich kann dir nur sagen, ich finde es gut, halt durch. Fand ich super sympathisch. Howard Kamde. Nee, und da muss ich sagen, aber der Kaiser war natürlich bei der WM, das ist ja, ja, der Kaiser, ihr Freunde, hallo. Das ist ja, hallo.